So, moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Runde Tabletop. Wir packen an dieser Stelle die kleinen Boxen aus, die wir beim letzten Mal unboxed haben. Und weil ich das beim allerersten Mal mit einem Schnitt gemacht habe, wollte ich euch dieses Mal ganz mitnehmen. Ich habe dazu ein bisschen umgebaut, denn ich habe da dann auf die Handykamera verzichtet. Ich habe dann meine Webcam benutzt, die habe ich dann von oben mit einer Mikrofonspinne herunterhängen lassen. Das habe ich mir dann so als Aufbau gewählt und da konnte man dann eben auch alles von meinem Arbeitsplatz, von meinem Schreibtisch erkennen. Deswegen habe ich dann diese Art genutzt. Ja, ihr habt schon eben gesehen, ich habe die erste Box angefangen auszupacken. Da waren dann diese drei Plastik-Gitternetze drin. Und die Skyns lasse ich erst nochmal drin. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen so ein bisschen üben und fangen erst nochmal mit der Death Guard an. Deswegen, ja, jetzt so nach und nach aus diesen drei Gittern, dann werden die ganzen Strukturen befreit. Ich kann das natürlich nochmal ein bisschen schneller machen, das werde ich dann auch gleich machen. Insgesamt, das kann ich jetzt schon nochmal sagen, insgesamt saß ich dann 5 Stunden vor meinem Computer und habe dann ja nach und nach so ein bisschen dran gearbeitet, erstmal ausgeschnitten, dann sortiert und dann zusammengeklebt. Also bis ich dann 7 fertige Death Guard, also was heißt fertig, bis ich dann 7 zusammengeklebte Death Guard hatte, hat es dann 5 Stunden gedauert. Das ist jetzt natürlich das allererste Mal, dass ich sowas mache. Ich gehe mal davon aus, dass das bei den erfahreneren von euch relativ schnell gehen sollte. Zumindest gehe ich mal davon aus. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Mal dann irgendwas auspacke, dann wird das sehr viel schneller gehen. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich war überrascht, wie viele Möglichkeiten ich dann doch habe. Ich hatte ja in der Starterbox, da stand ja auch Easy to Build drauf. Das wurde mir dann so gesagt und ja, Easy to Build war es tatsächlich, als ich das dann gemacht hatte. Jetzt in diesem Fall dann nicht mehr. Das werdet ihr dann auch sicherlich noch einmal sehen. Also ich war da dann doch schon sehr überrascht von der vielfältigen Möglichkeit. Ja, nachdem wir sie ausgeschnitten haben, muss ich dann mit einem, ja, entweder einem Schaber oder dann eben mit einer Rasierklinge, musste man dann noch die restlichen Plastikteile wegschneiden, die dann da noch überstehen. Das darf natürlich auch nicht vergessen werden, denn wenn man das vergisst, sieht das nachher beim Ansprühen nicht ganz so optimal aus. Also wenn ihr die habt, dann denkt dran, dass ihr bitte nochmal jedes einzelne ja, an Plastik nochmal überprüft. Ich lege sie dann einfach von der rechten Seite, die nicht fertig ist, auf die linke Seite und dann ja, ist das so ein bisschen meine Art des Vorgehens. Wie gesagt, ich bin noch komplett neu. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich hier mich nach vorne taste und muss dann auch einige Schritte noch beachten, die noch nicht automatisch drin sind. Ich hoffe, dass ich da nichts vergesse. Weist mich bitte immer gerne darauf hin, ob ich da Fehler mache oder nicht. Und an dieser Stelle kann ich dann auch sicherlich noch einmal beschleunigen, weil das nicht so spannend ist. Das hat einfach nur lange gedauert. Aber ja, dann wechseln wir mal wieder rüber zum Sortieren. Ja, womit geht's los? Ich habe die 7 Körper habe ich erst einmal zu den Bases dann gestellt. Die Bases an sich sind da auch erst nochmal ziemlich nicht so nützlich, aber die brauchen wir an der Stelle noch gar nicht. Da kann man auch erkennen, dass die Bases auch anders aussehen, dass die dann nicht so eine ja, Vertiefung haben, sondern man muss die Miniaturen dann draufkleben mit den Füßen und kann die dann da nicht reinklicken. Was mir aber gut gefällt, weil ich dann die Base sehr viel besser anmalen kann später, wenn es dann soweit ist, wenn wir mit dem Technical arbeiten. Also das an der Stelle gefällt mir schon mal sehr viel besser, als das bei den Easy-to-Build-Sachen war. Ja, dann sortiere ich Brustplatte zu Brustplatte, Waffen zu Waffen. Ich habe dann später noch Nahkampfwaffe und Fernkampfwaffe sortiert. Köpfe liegen oben links, da kann man dann die kleinen Hörnchen erkennen. Dann habe ich noch irgendwo die Rücken-Servopacks. Die habe ich dann auch nochmal links unten bzw. dann in der Hand. Und so versuche ich erstmal mir einen Überblick zu gewährleisten, denn ich habe das, wie gesagt, noch nie vorher gemacht und muss dann erstmal gucken, wie das dann alles losgeht. Also ich habe das ja, als ob man Lego spielt, ne? Genauso kam es mir vor, Lego-Baukasten, wo es dann eben keine Steckplätze gibt, sondern ja.
Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass die Beine nicht dran waren, sondern die hatten nur ein Bein und man musste dann das zweite Bein dran kleben. Kann mir da einer erklären, warum das Games Workshop so macht? Ich konnte die Beine an der Stelle auch nicht auswechseln. Ich weiß nicht, ob das was dann mit der Standposition zu tun hat. Wirklich gehalten haben sie tatsächlich nur in einer Position. Also es ist nicht so, dass ich mir da irgendwie noch auswählen konnte, soll er jetzt das Knie hoch haben oder nicht. Also warum macht man das dann beim Gießen, beim Drucken? Warum macht man die dann nicht gleich mit zwei Beinen, wenn ich da keine Auswahlmöglichkeiten habe? Also bei den Brustplatten kann ich das komplett nachvollziehen, weil man da dann dicke und dünne Brustplatten auswählen kann. Also so ein bisschen tankiger, so tankiger oder ja, eher die dünne Variante von der Death Guard, nicht so aufgebläht. Da kann ich das komplett nachvollziehen, dass man dann so auswählen kann, aber warum hat man das bei den Beinen dann nicht gemacht? Oder auch bei den Rücken-Servo-Packs, da hatte ich eben auch so das ein oder andere Mal, dass ich da, ich weiß nicht, was das war, Energiezufuhr für Servo-Pack oder so, oder irgendwie einen Tank für Promethium oder sowas, musste ich dann eben auch nochmal den Tank oben drauf kleben oder so ein schönes Nurgle-Symbol, was dann, okay, das macht schon sogar Sinn, da kann ich das Nurgle-Symbol kann ich dann auf jeden beliebigen draufkleben und wo auch immer ich es haben will. Genauso wie mit den Umhängen, das ist schon ganz cool. Aber warum das mit diesen ja, Tanks dann so gemacht wurde, das verstehe ich nicht. Es ist ja auch nicht so, dass die ja, dann Platz brauchen, wenn sie dann in diesen Gittern liegen, wenn man sie dann noch nicht rausgeknipst hat, das verbraucht dann unwesentlich mehr oder weniger Platz. Das ist also auch kein Platzsparproblem oder so. Hat mich einfach verwundert. Hat nicht wirklich viel Zeit gekostet, aber ich fand's einfach obskur. Immer mal wieder so ein bisschen ein paar andere Sachen, wenn ich da irgendwie am Handy noch rumwerkel oder über mir steht dann noch die Tastatur, wenn ich da mal ein bisschen tippe. Ich habe dann auch nebenbei noch Rollenspiele gespielt, also auch das habe ich dann nicht die ganze Zeit über, aber dann später von den 5 Stunden, die letzten 3 Stunden, habe ich dann nebenbei Kult gespielt, Kult Divinity Lost. Also auch das funktioniert. Ich glaube, leiten könnte ich dabei dann nicht währenddessen Pen and Paper Spiel leiten, das geht nicht. Aber Spielen an sich ist ganz okay, also das funktioniert auf alle Fälle, dass die Aufmerksamkeit liegt dann auch auf beiden Sachen, das kann ich dann auch gleichzeitig. Und an sich könnt ihr dann nachvollziehen, wie ich dann mich mit der Anleitung durchhangel. Man kann da mal 2 Pfade wählen, also eigentlich hat jede Miniatur 2 Pfade, die ich dann wählen kann. Entweder so ein, ja, eine Nahkampfvariante oder eine Fernkampfvariante oder eine Tanky-Variante und eine ja nicht so aufgeblähte. Und mit den Köpfen, also ich müsste mal oben links zählen, wie viele verschiedene Köpfe es gibt. Das sind also auch mehr als 14 verschiedene Köpfe. Da hat man also unglaublich viel Auswahl und man kann eigentlich jeden Kopf auf alles kleben. Das ist genau das, was mich bei der Einsteigerbox gestört hatte. Dass ich da dann nicht die Auswahl hatte, aber das war in diesem Fall eben möglich und das freute mich dann ungemein. Also ich bin sehr glücklich jetzt mit meiner ersten Box. Ich weiß nicht, wie es dann nachher bei den Skylines aussieht. Das muss ich mir nochmal ansehen, die sind bisher noch unausgepackt. Aber ansonsten passiert hier, glaube ich, auch nicht viel mehr. Ich hatte ein paar Probleme mit einem Bein von einer Figur. Das hatte da wohl nicht ganz so gehalten, wie ich wollte. Ist dann so ein bisschen verrutscht, verruckelt, aber der Kleber, den ich hier habe, den könnt ihr dann ja auch immer auf der linken Seite erkennen. Der ist ja auch noch aus dem ersten Farbset von Games Workshop von Citadel. Und der ist richtig gut. Also der Plastikkleber, der macht schon Spaß. Das, also ich habe auch noch alles Kleber hier rumstehen und den könnte man auch sicherlich benutzen, aber das ist ein spezieller Plastikkleber und kommt immer darauf an, was man macht, aber so ein Kopf, den muss man irgendwie andrücken mit ein bisschen Kleber dran und dann hält der Kopf nach 3 Sekunden dran drücken. Also das ist schon richtig gut. Ja, ich glaube, ich drehe die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen höher. Ich habe dann hier mit Geschwindigkeiten von mal 8, mal 16 gearbeitet bisher und ich glaube, ich gehe dann auch mal höher auf 32 und 64. Damit das Video nicht so sehr lange geht und dann könnt ihr am Ende noch einmal nachvollziehen, wie ich, nachdem alle fertig sind, werde ich nochmal ein paar Fotos einblenden, wie sie dann am Ende aussehen und dann gehen wir auch über zum Sprühen, denn das werde ich auch in diesem Video dann machen, da habe ich dann ja
draußen gesprüht mit der Citadel Black Farbe. Das hatte ich auch schon mal im Einsteiger-Video ganz kurz gemacht. Da habe ich dann ja eher diese Cthulhu-Würfel-Dice-Tower dann gezeigt. Aber hier habe ich mir dann auch nochmal alle Miniaturen nebeneinander gelegt und dann auch nochmal gesprüht. Und dann gibt es auch davon schon mal ein Vorher-Nachher-Foto. Und im weiteren Verlauf, das werde ich dann wie gesagt nicht dann geskippt machen in, ja, oder mit schnellerer Variante, sondern das wird dann in einem Livestream passieren, wie gesagt bei Twitch. Wer da dann zusehen will, wer mir Tipps geben möchte, einfach dann bei Twitch reinschauen, ist aber wie gesagt unverlinkt. Und da könnt ihr dann mit dabei sein, da werden wir dann aus dieser Kameraperspektive mit Nasspalette, mit ja, den Farben, die ich dann zur Hand habe, werde ich dann anfangen, die Death Guard zu bemalen. Da werde ich sicherlich auch nochmal ein paar Fragen haben an euch, also wann ich was mit dem Dry Brush bearbeite, weil ich das nur bisher im Laden gemacht, im Games Workshop Laden, mit Dry zu pinseln. Das würde mich mal interessieren, wann man das machen sollte oder ob ich da auch mit einem sehr feinen kleinen Pinsel dann einfach in heller dann alles bearbeiten kann. Also da, ich werde viele zahlreiche Fragen haben, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr mich da begleitet, weil ich, wie gesagt, immer noch ein Noob bin. Gut, damit mache ich euch wieder ein bisschen Musik an. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich zumindest freuen und ansonsten im Livestream. Bis dann. Ciao.